Ja, hallo und willkommen zur Creative World 2018. Seit die Creative World vor 7 Jahren gegründet wurde, ist sie stetig gewachsen. Heute findet sie in 2 großen Hallen statt und in diesem Jahr kamen 336 Hersteller aus 39 Ländern nach Frankfurt, um zu zeigen, was das kreative Hobby zu bieten hat. Viele Firmen kommen auch aus Deutschland, zum Beispiel wie hier Viva Licor, die ihre Farben selbst produzieren in der wunderschönen Stadt Bad Salzuflen. An zahlreichen Ständen werden die Produkte auch sofort vorgeführt, damit der Händlerkunde sich vorstellen kann, was man damit machen kann. Wie hier zum Beispiel am Stand von DecoArt der bekannte Künstler Andy Skinner. Some leftovers. Oh, perfect. Sure. I just discovered that. Yeah. So beautiful. And this take some pictures of the canvas. Da ich bereits seit vielen Jahren zur Creative World gehe, sehe ich auch sehr viele meiner lieben kreativen Freunde einmal im Jahr, wie hier zum Beispiel Marianne Zender, die ich lieb gewonnen habe für ihre kreativen und kompetenten Ideen. Durch die Creative World habe ich vor einigen Jahren Posca entdeckt und sehr, sehr häufig benutzt. Hier zum Beispiel sehen wir einen kreativen Streetart-Künstler, wie er mit den Poscas auf einem, was ist das, ein Snowboard? Denn wir kennen Posca dafür, dass sie auf schwierigen Untergründen zuverlässig haften. I'm 9% of the world.
und an diesem neuen Produkt wäre ich beinahe vorbeigelaufen, wenn ich nicht mit meinen lieben Freundinnen Nicole und Bettina über die Messe gegangen wäre. Sie sind an diesem Stand stehen geblieben und haben entdeckt, dass es eine neue Stanze gibt, mit der man ganz tolle Bilderrahmen selber machen kann. Ich finde das ziemlich cool und wenn man das sieht, denkt man, oh ja, ist ja ganz einfach, aber kommt erst mal drauf. Genau, und ich glaube, die Stanze muss ich haben. Aber du könnte ich eigentlich nur für ihre genialen Stencils und Schablonen. Hier auf der Messe haben sie ein neues Produkt vorgestellt, eine neuartige Art von Stempel. Ich habe netterweise ein Muster mit nach Hause bekommen und werde das dann demnächst mal testen hier auf diesem Kanal. Ja, und zum Stand von Folia, die wir ja gewiss alle kennen, wurde ich geschickt von einer Freundin, die erst kürzlich ein ganz tolles Papier im Bastelhandel entdeckt hatte. Eigentlich eines, was es schon sehr, sehr lange gibt, aber das kennen wir doch alle. Es gibt so viele Sachen und Produkte, die man benutzen kann und manche muss man überhaupt erstmal entdecken, auch wenn es sie schon ganz lange gibt. Zum Beispiel ein Aquarellpapier, das ich auf jeden Fall mir demnächst mal besorgen werde, denn meine Freundin hat ja ganz, ganz, ganz tolle Bilder mitgemalt. Danke, Linda, für den tollen Tipp. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin ein großer Fan der Firma Reiher aus Laupheim im schönen Baden-Württemberg. In diesem Jahr hatte Reiher erneut eine ganze Palette von tollen Ideen, wie hier zum Beispiel die Partydekorationen, von denen ich euch ganz bestimmt noch jede Menge erzählen werde in diesem Jahr.
dem Weg durch den Stand sah ich auch nicht nur die wunderschönen Produkte, sondern schon am ersten Tag, ich glaube, die Messe hatte 2 Stunden geöffnet, dass die ersten Sachen schon ausverkauft waren. Ja, da haben sich dann so viele Händler drauf gestürzt, dass es ausverkauft war. Aber ich habe mir sagen lassen, es kommt Nachschub. Außerdem möchte ich eigentlich viel, viel lieber diese Schmetterlinge haben. Oh, hier bekomme ich ein schlechtes Gewissen. Ich habe noch ganz viel Mini-Gartenzubehör zu Hause und muss da noch was mitmachen. Naja, müssen nicht. Eigentlich möchte ich das unbedingt, weil das macht mir tierischen Spaß und ich sammle schon seit Jahren solche kleinen Dinge. Diese Schachteln habe ich eigentlich so mehr für mich gefilmt, so als Gedächtnisstütze, denn ich sammle seit Jahren Schachteln und die muss ich haben. Hier möchte ich einen Schwenk vom Reiherstand rüber zum Nachbarn machen, denn wie ihr hier seht, sind natürlich viele große Firmen auf der Messe vertreten und schräg gegenüber vom Reiher steht wie jedes Jahr der Frech Verlag. Eine neue Freundin konnte ich kennenlernen auf der Messe, denn Esther Straub ist das Gesicht und die kreative Kraft hinter dem Kanal Deko Kitchen hier auf YouTube. Naja, ich komme mir ein bisschen klein und nichtig vor, denn Esther hat über 100.000 Abonnenten und macht ganz, ganz tolle Deko-Objekte und Bastelarbeiten. Und hier auf der Messe hat sie gezeigt, wie sie aus Papieren diese zauberhaften Blüten formt und hat sogar einer Freundin einen Schmuck daraus gebastelt. Esther, vielen, vielen Dank für deine tollen Ideen und für deine Anregungen. Ich glaube, wir sehen uns. Kurz bevor ich eigentlich schon nach Hause fahren wollte, sah ich diesen Stand. Und ja, auf den ersten Blick, es sieht wahnsinnig kitschig aus. Aber erstens mal, ich liebe, 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 liebe Glitzer. Und zweitens kann man all diese Diamond Dots doch auch ganz bestimmt dezent und als kleines Highlight in seine Arbeiten einarbeiten. Ich denke da an Leinwand, natürlich auch Dekorationen, Schmuckstücke und all meine Scrap-Arbeiten. Also ich bin da ganz, ganz enthusiastisch. Außerdem habe ich der Dame ein wenig zugeschaut und ich muss sagen, es hatte etwas sehr, sehr Beruhigendes.
meditating. It really is. It's a very, very relaxing. Mit erneuten Impressionen von meinem Lieblingsstand möchte ich den heutigen Rundgang schließen und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Jahr wieder dabei, wenn ich und meine kreativen Freunde über die Creative World gehen. Wir sehen uns. Ich hab euch lieb. Eure Bärbel.